In Bol werden für Kinder und Jugendliche viele traditionelle Aktivitäten angeboten. Das war auch im Oktober nicht anders, als im Erzsébet-Vigadó ein spezielles Programm organisiert wurde, bei dem Teams von 5-6 Personen eingeladen waren. Heute sind wir in Bol. Wir organisieren heute eine Spieltheater-Quiz-Vormittag für Jugendliche. Die Jugendlichen kommen aus der Umgebung von Bol und dieses Programm wird unterstützt durch GO2. Es freut uns sehr, weil es sind ungefähr 20 Jugendliche. Sie sind zwischen 14 und 20 Jahre alt. Und an diesem Tag machen sie dramapädagogische Aufgaben. Dann sind mehrere Stationen. Eine Station ist bei der Bibliothek. Dort müssen sie einen deutschsprachigen Diafilm vorlesen und auch andere Aufgaben machen. Und dann im Museum haben sie auch verschiedene ungarndeutsche Aufgaben. Das Programm wurde von zahlreichen Kindern aus den umliegenden Dörfern besucht. Emily ist vor kurzem aus Deutschland hierher gezogen und geht gerne mit ihren Freunden zu traditionellen Veranstaltungen. Ich heiße Emily Gilbert, ich bin 14 Jahre alt und ich bin hierher gekommen, heute hier in Bol. In der Vigadó, weil wir heute hier ein deutsches Programm haben. Und ich wohne jetzt in Töttösch und komme aus Deutschland in der Nähe von Altötting. Und es macht mir sehr Spaß, heute hier zu sein. Ich besuche hier in Bol die Grundschule und es macht mir sehr viel Spaß, auf der Schule zu lernen. An der Boler Grundschule können die Kinder auch eine Deutschprüfung ablegen. Jedes Jahr kommt ein Freiwilliger aus Deutschland, um den Kindern zu helfen, mit ihnen zu sprechen, damit sie Vertrauen in ihr Deutsch gewinnen, die Sprachprüfung bestehen. Dieses Jahr hilft Sophie den Kindern dabei. Ich bin Sophie und ich bin jetzt für ein Jahr in Bol an der Boler Grundschule. Ich mache einen Freiwilligendienst mit Kulturweit und hoffe jetzt in diesem Jahr ganz viel aus Ungarn mitzubekommen und über die ungarn-deutsche Kultur zu lernen. Im Moment bin ich in den verschiedenen Klassen unterwegs, im Moment noch bei den ganz Kleinen und später dann wahrscheinlich aber auch in den höheren Klassen. Und außerdem kann ich in der DSD-Vorbereitung ein wenig helfen und da als Muttersprachlerin helfen. Heute findet hier ein Programm, ein ungarndeutsches Programm statt für Jugendliche und weil das ja auch viel mit der Kultur zu tun hat, was mich sehr interessiert, freue ich mich hier dabei zu sein und jetzt wurde getanzt, jetzt wird getanzt und später werden wir noch einen Spaziergang durchs Dorf machen und lernen. Das Programm wurde von der GO2 in Bol organisiert. Der Verein konzentriert sich jetzt auf die Region Branau und versucht, hier mehr Programme zu verwirklichen. Wir haben viele unterschiedliche Programme durch das Jahr, zum Beispiel Sportprogramme, Kinderprogramme. Aber jetzt fokussieren wir auf diese Branauer Region. Und wir hatten zum Beispiel auch vor einem Jahr ein Programm, die auf die Region von Weißenburg fokussiert. Also es ist unterschiedlich. Und zum Beispiel, wir haben in jedem Jahr ein großes Ball. Es ist der vor Silvester und dieses Ball bleibt noch übrig für dieses Jahr. Und es wird in dieses Jahr in Pilisvörösvár, Verisvár. Aber in letztes Jahr war es in der Branau, in Kecsinge, in Görcsenyőbuka. Also ja, sehr unterschiedlich, aber wir haben in einem Jahr ca. 10-12 Programme. Also wir können sagen, dass wir monatlich etwas veranstalten. Es ist wichtig, dass junge Menschen auf spielerische Weise etwas über die ungarndeutschen Traditionen erfahren können. Das ist der Zweck dieses Programms. Die Organisatoren hoffen, dass es in den kommenden Jahren ein großer Erfolg sein wird. Ich glaube, für die Jugendlichen ist es sehr wichtig, dass sie zusammen sind, zusammen spielen, zusammen sich kennenlernen.
und dass auch die deutsche Nationalitätenaufgaben helfen, ihre Identität weiterzugeben. Die nächste große Veranstaltung der GIO2 wird der Vorsilvester sein, der dieses Jahr in Ferisvár die Gäste erwartet. Alle sind zu dieser und allen anderen Veranstaltungen willkommen.